Okay, Leute. Ich denke, wir wissen alle, ich bin nicht unbedingt der Schlechteste, wenn es darum geht, diverse Dinge zu callen. Wir haben nicht umsonst ein Calling-Emote und ich arbeite schwer an einem Best-of-Calling. Aber das, was ich euch heute hier und jetzt zeige, das glaubt ihr mir nur, wenn ihr das wirklich gesehen habt. Und das war's auch schon. Viel Spaß mit dem Master, mit dem Granddaddy of them all, of calling. Ferienarena ist und bleibt halt unfair. Versus Maiev. None can escape my fury. My hammer burns with holy fire. Okay, Wetterhand wollen wir nicht. Das ist schon besser. Selbst Argent Protector auf dem Glacier Shard ist sogar gar nicht so übel. Ja, jetzt erst recht nicht. Also wenn er jetzt nicht glatt Coin und dann Hero Power macht, ist das eigentlich eine gute Sache. Ne, es bringt ihm ja gar nichts. Er kann ja nicht angreifen. Nevermind. Dann ist es genauso wie in meinem Kopf. Sinnvoll. Aber wenn er jetzt nämlich Hero Power spielt, das ist halt sehr unangenehm für ihn. Dann haben wir gleich einen Prophet für 3 und dann auch einen Protector nochmal. Das sieht gut aus. Er muss es öffnen. Damit hat Glacier Shard 6 Schaden gemacht. Und theoretisch, wenn er es dann wegmachen will, nochmal. This is my Und 3, 8 Schaden ist völlig in Ordnung. Und da der 4-4er kriegt gleich die Beine Shield. Der Shadow Strike, den habe ich kommen sehen. Backstab auch noch. Ja, abwechselnd muss das machen, damit hier mal was los ist. Side effects? No. Trust me. It's time for a little Lord. This is my responsibility. Ich bin da jetzt kein Fan von, ihn um 4 zu heilen und mein Divine Shield nicht ganz so effektiv einsetzen zu können, wie ich es gerne hätte. Aber fürs Board. My mother does love this face. Da will ich jetzt eigentlich ehrlich gesagt nicht reintriden. Zwar unangenehm, weil er damit seine Waffe buffen wird. Aber ich spiele jetzt hier aggressiv. In der Karte extra, was recht wichtig ist, weil wir kaum Karten haben. Das bringt ihn mit dem Teil noch nicht. Avenging Wrath ist doch eigentlich ziemlich gut. This is my responsibility. Und auf 11 runter. Er hat nur einmal 3 Attack. Oh. What? Nice, ein 4-6er und damit kommt er nicht durch. Mega gut. Wenn er jetzt keinen Spell hat oder keinen Charger oder keinen Buff, haben wir gewonnen. Okay, Mode locker. Der Mode locker war interessant. Options, options. Wenn ich jetzt die Quality spiele, mit dem Tal-Locker zurückhole, habe ich nichts von. Options, options. This is my Reporting for duty. Ja, ich heile ihn nochmal hoch, das könnte mir das Genick brechen.
könnte jetzt aber auch einfach was im Leben lassen. Ich zieh Dinos heiß und hab gewonnen. Think. Was macht er natürlich? Das ist interessant. Reporting for duty. Bitte kein Assassinate, sonst war der Bait für den Arsch. Consecration, komm, ich hab zwei davon im Deck. Consecration! Das 5 auf Lethal. Journey below. Ach komm schon, Mann. Nichts bleibt im Leben hier. Nochmal Squidface. You pay. Reporting for you. Nichts bleibt im Leben. Er ist ja zum Kotzen. Er hat auf alles eine Antwort. Nochmal Johnny wieder. Noch ein Squidface. Komm schon. Concentration, Mann. Komm schon. Komm schon, Concentration, Mann. Das hält mich im Match, wa? Das hält mich im Match, weil ich krieg wieder meinen Taunt. Er kann den Taunt nicht töten, er kann mich nicht töten, er kann nicht mit dem Face gehen. Okay. Er braucht einen Shadow Strike für einen Sieg. Und jetzt nochmal Consecration. Doppel-Consecration Top-Deck einfach. Komm schon, Doppel-Consecration Top-Deck. Komm schon. Wird Board sogar clear. Well played. Double fucking Consecration. Sorry, aber war das geil oder was? Unfassbar. Ach Leute, das Best of Calling wird herrlich. Ah, im letzten Video zeige ich euch ein richtig geiles Volcano-Play, warum das in der Arena ziemlich stark ist. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen sonnigen Tag.